Nach 4 Spielen ohne Niederlage empfing die SG Barockstadt in der Regionalliga Südwest den bisher punktlosen Aufsteiger TuS Koblenz. 5 Niederlagen bei 2:18 Tore schlugen vor dem Spiel für die Schengelchen, so werden sie liebevoll in Anlehnung an ihr Stadtmaskottchen genannt, zu Buche. Ja, bei der Barockstadt fehlte Marius Grösch und Kevin Hillmann, beide nicht dabei. Und TuS Koblenz spielte zunächst alles andere wie ein chancenloser Tabellenletzter. Die Mannschaft spielte gut mit und hatte ihre erste gute Szene ganz früh durch Ahmed Kenai. Hier haben wir ihn mit der Nummer 7, setzt sich durch und ein erster Wachschuss für Samuel Zapico, aber auch keine große Herausforderung für ihn. Auch die zweite Szene gehört den Gästen aus Rheinland-Pfalz. Wieder eine Möglichkeit und der Abschluss aber zu schwach durch Shaqiri. Auch hier Zapico ohne Mühe. Es folgt ein Freistoß für die SG Barockstadt. Leon Pomlitz steht dabei und Marius Köhl. Köhl macht das, schießt den Ball an den langen Pfosten und trifft die Latte. Die erste dicke Möglichkeit nach 27 Minuten. Aus diesem Einwurf heraus passiert dann diese Situation. Die Barockstadt setzt nach hier, das hat Nico Rinderknecht klasse gemacht und dann kommt das Zuspiel von Leon Pomlitz auf Marius Köhl und es steht 1:0 nach 27 Minuten. Ja, das nennt man wohl Effektivität. Die zweite Möglichkeit hat gleich gesessen. Noch vor der Pause eine Szene, ein Eckball für Koblenz wird zur Riesenkonterchance für die Barockstadt. Abgefangen der Ball und dann geht's blitzschnell. Der Konter läuft über Leon Petö und in der Mitte sind mitgelaufen Marius Köhl und Gal Grobelnik. Köhl klaut Grobelnik den Ball und so steht's zur Halbzeit 1:0. Mein Team. Mein Team. Mein Team. Mein Team. Mein Team. Squadra Ima. Mein Team. Mein Team. Dein Team. Mein Team. Finde jetzt dein Team. Ja, hatte man im ersten Halbabschnitt noch nicht gemerkt, warum TuS Koblenz Tabellenletzter ist, sah man es jetzt. 90 Sekunden nach Wiederanpfiff läuft die Mannschaft in diesen Gegenangriff. Es gibt einen Freistoß und dann geht's blitzschnell. Patrick Scharf macht das und Koblenz schläft tief und fest. Leon Pomlitz schickt Marius Köhl und 90 Sekunden nach Wiederbeginn steht es 2:0. Ja, das darf dir natürlich in der Regionalliga nicht passieren als Koblenz. Ja, und Marius Köhl, der Ex-Koblenzer, er spielte ja zweimal für Rot-Weiß Koblenz, für den Lokalrivalen. Der macht hier ja gegen seine alte Stadt den Doppelpack. Und er schreibt sich in die Historien ein. Ein toller Ball von Leon Petö, 53. Minute. Und zum ersten Mal trifft ein Spieler der SG Barockstadt in der Regionalliga Südwest dreimal. Der dreifache Marius Köhl nach 53 Minuten. Ja, jetzt war es eine klare Angelegenheit zugunsten der Barockstadt. Dann gibt es diesen Eckball und der Kopfball gleich in der Mitte von Patrick Scharf. Und das hätte wiederum nur 60 Sekunden nach dem 3:0 schon das 4:0 sein können. Noch nochmal Petö und der Ball geht über das Tor. Ja, etwas überraschend fiel dann der Anschluss. Wir befinden uns in der 61. Minute und dann fällt der Ball Shaqiri vor die Füße und der trifft. Ja, das war so eine Situation, wo man dachte, kippt das Spiel noch? Nein, es konnte nicht mehr kippen. Die Barockstadt hatte alles im Griff und war drauf und dran, weitere Tore zu schießen. So wie hier. Tobi Göbel bedient hier Dennis Owusu, der setzt sich durch, kommt zu Fall und macht das sauber hier in die Mitte zu Moritz Reinhardt. Und der Torhüter von Koblenz, Jonas Bast, ist zur Stelle. Hier wäre das vierte Tor schon möglich gewesen. Das fiel dann aber in der 79. Minute. Torschütze ist Neuzugang Matthäus Beal. Sauber gemacht, Drehung, Schuss in die Ecke. Das war's. Die SG Barockstadt gewinnt mit 4:1 gegen TuS Koblenz. Und das Ergebnis spiegelt den Spielverlauf absolut wieder. Hochverdienter Erfolg für die Mannschaft aus Fulda.